Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich einmal erklären, was man auf der drehbaren Sternkarte noch finden, allen voran die Sache mit den Dämmerungszeiten. Wir sehen hier drei Linien über der Horizontlinie, die uns die Dämmerungszeiten angeben. Ganz nah zu der Horizontlinie finden wir die Dämmerungszeiten für die bürgerliche Dämmerung, darüber die Dämmerungszeiten für die nautische Dämmerung und dann haben wir noch die astronomische Dämmerung. Zunächst einmal, was verbirgt sich dahinter? Was ist eigentlich die Dämmerung? Nun, wenn wir beobachten bei einem Sonnenaufgang, bemerken wir vor dem Sonnenaufgang, dass es von der richtigen Dunkelheit allmählich hell wird. Das nennen wir die Morgendämmerung. Nach Sonnenuntergang am Abend bis zur richtigen Dunkelheit, dass das Licht allmählich abnimmt, das nennen wir die Abenddämmerung. Diese verschiedenen Linien bedeuten nun, wie tief die Sonne unter dem Horizont steht. Bei der bürgerlichen Dämmerung, wenn wir jetzt mal abends gucken, die ist dann erreicht bzw. beendet, wenn die ersten helleren Sterne zu sehen sind. Dann steht die Sonne etwa 6 Grad unter dem Horizont. Bei der nautischen Dämmerung, da können wir dann alle hellen Sterne und die wichtigsten Sternbilder bereits sehen. Dann steht die Sonne 12 Grad unter dem Horizont. Bei der astronomischen Dämmerung, da ist es dann richtig Nacht geworden und dort steht dann die Sonne 18 Grad unter dem Horizont. Und genau das können wir mit der drehbaren Sternkarte bestimmen, wenn wir den Sonnenuntergang bestimmen und dann die Dämmerungszeiten bestimmen wollen, machen wir das genauso, wie wenn wir den Untergang eines Planeten bestimmen wollen oder eben der Sonne, dass wir uns also erst hier mal mit dem Planetenzeiger die Sonne einstellen. Dann drehen wir die drehbare Sternkarte so lange, bis der Schnittpunkt dieses Planetenzeigers und der sogenannten Deklinationsachse mit dem westlichen Horizont übereinstimmt, dann können wir an der Datumsanzeige für zum Beispiel den 1. Mai den Untergangswert bestimmen. Dann drehen wir so lange weiter, bis dieser Schnittpunkt, also die Position der Sonne, an der Linie für die bürgerliche Dämmerung steht, können wir die Zeit ablesen. Wir drehen weiter bis zur nautischen Dämmerung und wenn wir wissen wollen, wenn es richtig dunkel ist, stellen wir die drehbare Sternkarte so lange weiter, bis die Position von der Sonne auf der Linie von der astronomischen Dämmerung liegt. Und so haben wir die Dämmerungszeiten bestimmt, die wir dann an einem entsprechenden Datum ablesen können. Das war's wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.